Live. Hallo und herzlich willkommen zum Azure Rosenheim Meetup. Heute im Rahmen des Global Azure Virtual Events, der weltweit gleichzeitig stattfindet. Und eine Besonderheit, wir sind heute das erste Mal live im Stream auf YouTube unterwegs. Für uns auch eine neue Erfahrung. Wir hoffen mal, dass das alles sauber funktioniert. Was haben wir heute vor mit euch? Im Rahmen vom Azure Rosenheim Meetup präsentieren wir euch ja immer aktuelle Themen rund um die Azure Cloud. Wir, das ist die White Duck aus Rosenheim. Das heißt, wir sind ein Dienstleister für Software Engineering und Cloud Engineering, sind seit Jahren sehr massiv auf der Azure Cloud Plattform unterwegs und möchten im Rahmen dieser Azure Rosenheim Community natürlich immer wieder aktuelle Themen rund um Azure präsentieren und vorstellen. Mein Name ist Markus Sümmchen, Gründer und Geschäftsführer der White Duck. Und ich möchte jetzt den Nico Meisenthal, den man oben sieht, einleiten. Das ist einer von unseren Senior DevOps Engineers und Consultants, der draußen sehr massiv Kubernetes-Projekte durchführt und unsere Kunden im Kubernetes-Bereich berät. Und der wird heute uns ja, die AKS, also die Azure Kubernetes Services, im Detail vorstellen und natürlich auf Basis dessen auch seine Projekterfahrung mit einfließen lassen. Ich freue mich sehr, dass der Nico sich dafür bereit erklärt hat. Er macht das gut, er macht das gerne, er ist ein Entertainer und wir sind jetzt sehr gespannt, was er uns vorstellen wird. Nico, viel Spaß und begeistertes Publikum. Sehr gut, mache ich. Auch nochmal von mir herzlich willkommen und genau, dann starten wir mit der Präsentation. Ich wechsle mal den Screen, dass ihr das sehen könnt. Ja, wie gesagt, heute geht es ein bisschen um Container und Kubernetes und Azure. Das heißt, wie uns Azure hier weiterhelfen kann, Container laufen zu lassen und Production Ready zu deployen. Das zum einen. Und zum anderen werde ich auch noch ein bisschen darauf eingehen, was Container überhaupt sind, beziehungsweise was Kubernetes überhaupt ist und wie das alles funktioniert. Genau. Genau. Kurze Frage. Wir müssen kurz ein technisches Problem. Markus, kannst du dich bitte muten? Ich höre mich gerade dreifach. Danke. So, gut. Das war die kurze Einblendung, technisches Problem. Ja, wie gesagt, kurz zu mir nochmal. Ich bin Senior Cloud DevOps Consultant bei der White Duck. Wie gesagt, White Duck mit Sitz in Rosenheim. Bin Microsoft MVP, bin Docker Community Lead und auch GitLab Hero und beschäftige mich im Bereich Kubernetes, DevOps und Cloud-Themen. Genau, so. Dann starten wir in das Thema, die Agenda für heute. Wie gesagt, erstmal, was ist Kubernetes überhaupt? Dann ein bisschen die Basics von Kubernetes, wie das Ganze funktioniert. Dann schauen wir uns die Container Services auf Azure an. Das heißt, den Azure Kubernetes Service, Container Registry und so weiter. Und je nachdem, wie viel ich erzähle, machen wir hinten raus noch eine kleine Demo, die einfach nochmal zeigt, wie einfach und wie schnell man damit auf der Cloud eben starten kann. Warum Kubernetes? Starten wir damit mal rein und beginnen erstmal mit, wo Container helfen können. Das heißt, Container als erstes sind ja erstmal isoliert, das ist ein riesen Vorteil davon. Das heißt, wenn mehrere Container auf einem Host laufen, kriegen die untereinander erstmal nicht mit und haben damit auch keine Probleme untereinander und keine Abhängigkeiten untereinander. Ein Container ist im Prinzip nichts anderes als ein isolierter Linux-Prozess oder Windows-Prozess. Das heißt, es sind eigentlich nur isolierte Prozesse und können deswegen nebeneinander laufen und auch ohne Probleme nebeneinander laufen, ohne dass es Abhängigkeiten gibt. Auch ein weiterer Vorteil von Containern sind eben die Dependencies. Das heißt, so ein Container basiert eben auf einem Container-Image und dieses Image ist im Prinzip ein Abbild von einem Betriebssystem oder von einem Filesystem zumindest. Und in dieses Filesystem kann ich eben alle meine Dependencies reinpacken, die ich für diesen Prozess brauche. Das kann, wie gesagt, nur Binaries sein oder für andere Anwendungscases in CLI. Es kann aber prinzipiell auch ein komplettes Betriebssystem sein, wenn ich dann ein bestimmtes Betriebssystem auf einem anderen Betriebssystem laufen lassen möchte. Oder eben im Container laufen lassen möchte. Dadurch, dass diese ganzen Prozesse oder Container isoliert sind, habe ich halt auch eine sehr einfache Option, die zu skalieren. Das heißt, ich habe die Dependencies dabei, die Prozesse sind isoliert. Das heißt, ich kann die nach Bedarf eben rausskalieren und dann dementsprechend meiner Workload anpassen. Und auch ein Riesenvorteil, Container sind immutable. Was heißt das?
wenn ich einen Container-Instanz starte, starte ich im Prinzip aus diesem Docker-Image heraus, was im Prinzip das Abbild der Containers ist. Und jedes Mal, wenn ich so einen neuen Prozess starte, starte ich den wieder aus diesem Abbild, aus dem Docker-Image. Und somit kann ich sicherstellen, dass immer, wenn ich einen Prozess starte, der jeweils gleich aussieht und eben die gleiche Grundlage hat. Was auch wieder ein Riesenvorteil ist, das heißt, wenn ich irgendwelche Changes habe, basieren die auf einem neuen Docker-Image und werden dann über das neue Docker-Image ausgerollt. Das erstmal zu ganz Grundlagen, was Container sind oder was ich mit Containern machen kann. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Solche Container sind eben nicht 100% production-ready. Das heißt, klar, ich kann meine Prozesse darin laufen lassen, ich kann die auf meinem Haus starten, ich kann auch so weit gehen, wenn ich den Docker-Team nutze, dass die automatisch restarten. Ich habe aber nur bedingte Funktionen, was das Management, das Scaling und auch das Monitoring angeht. Das heißt, da brauche ich einfach, wenn ich in einer Production-Umgebung bin, einfach noch ein bisschen mehr außenrum. Beispiele sind hier zum Beispiel, wenn ich Container über mehrere Nodes hinweg skalieren will, wo ich dann doch recht schnell hinkomme, wenn ich eben meine Workload skalieren will, dann kann ich das einfach mit Containern und ich sage es mal Docker schwer erledigen. Dann, wenn ich skaliere, habe ich irgendwann den Punkt, dass ich mit meinem Service A meinen Service B ansprechen möchte, der Service B aber eben skaliert, dass ich irgendwie eine Service Discovery und ein Load Balancing davor brauche, um meine Requests sauber routen zu können. Und im besten Fall diese Service Discovery und das Load Balancing auch weiß, welcher Service gerade erreichbar ist, verfügbar ist und welcher nicht. Dann, wie gesagt, Self-Healing von den Applikationen. Das heißt, wenn ein Prozess Probleme macht, dass der auch eben automatisch neu gestartet wird. Und dann noch so advanced Themen wie eben Secret Management, Konfigurationsmanagement, dass ich eben Umgebungsvariablen oder Konfigurationsfiles injecten kann. Storage Management für Anwendungen, die einen gewissen State brauchen, dass ich halt da eben dementsprechend Möglichkeiten besitze. Und das sind eben alles Sachen, die mir, wenn ich einen reinen Container laufen lasse, ohne irgendein Management, eben ja, ich problematisch umsetzen kann oder nur bedingt umsetzen kann. Das ist eben dann das, wo Kubernetes mit ins Spiel kommt. Was ist Kubernetes? Als erstmal ist Kubernetes eine Open-Source-Lösung für ein automatisiertes Deployment, Skalieren und Management von Container-Workloads oder von Container-Based-Applications. Und das eben unter einem deklarativen Approach soll bedeuten, dass im ersten Schritt ich im Prinzip wirklich definiere, wo ich hin möchte. Das heißt, ich sage Kubernetes nicht, bitte mach diesen und diesen und diesen Step, um an dieses Ziel zu kommen, sondern ich sage Kubernetes, ich hätte gerne den Container, der soll immer 5-mal laufen und dann führt das Kubernetes aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist da hier auch nochmal ein Beispiel dazu, was das bedeutet. Hier das Beispiel, ich sage, hey Kubernetes, ich hätte gerne meine Anwendung und starte bitte 3 Instanzen davon. 3 Instanzen meint jetzt wirklich im Prinzip dann 3 Container von demselben Container-Image. Und dann sagt Kubernetes, okay, mache ich. Und ich stelle auch sicher, wenn die alle gestartet sind, dass immer 3 Instanzen laufen, egal was passiert. Egal, ob ein Node ein Problem hat, ob irgendwas anderes passiert. Ich werde immer sicherstellen, dass 3 Instanzen laufen. So, und dann, ein paar Minuten später, stellt Kubernetes fest, oh Gott, es ist eine Instanz weniger, es ist ein Prozess, hat sich gekillt, ich habe nur noch 2 Instanzen, da muss ich eine neue Instanz starten, ich muss ja immer 3 Instanzen haben und würde eben eine neue Instanz starten. Das sind, wie gesagt, da reden wir nachher noch ein bisschen genauer drüber, im Hintergrund eben Prozesse, die dafür sorgen und es dauerhaft eben auch validieren, dass dies passiert. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil und das ist halt alles, wie gesagt, declarative, das heißt, ich sage wirklich Kubernetes nicht, mach das und das und das, sondern ich sage ihm das Ziel, und Kubernetes kümmert sich darum, dass das so erfüllt wird. Genau, ein paar Facts zu Kubernetes. Das Kubernetes ist im Prinzip aus dem Griechischen und bedeutet Kapitän. Ist von Google introduced worden. Das heißt, die haben das Projekt gestartet im Juni 2014. Es ist noch gar nicht mal so alt und haben das dann aber recht schnell ganz in den Anfang open sourced und wurde dann für Kubernetes eben auch die Cloud Native Computing Foundation, was im Prinzip eine Tochter-Foundation von der Linux Foundation ist, gegründet, eben als Host, als Foundation für das Kubernetes-Projekt. Und dann sind dann auch ganz schnell in den ersten 6 Wochen neben Microsoft, IBM, Red Hat, Docker, viele weitere gejoint. Und seitdem ist das, wie gesagt, ein recht großes, eins der größten Open-Source-Projekte, die eben hier
von verschiedensten Firmen und Privatpersonen getragen und weiterentwickelt werden. Genau, prinzipiell ist Kubernetes nicht das erste Container-Management-Tool, was Google erstellt hat. Google hat im Prinzip zwei weitere, Borg und Omega. Das sind beides aber interne Systeme bei Google, die teilweise auch noch genutzt werden, um eben die eigene Google-Workload zu betreiben. Und wie gesagt, Borg war die erste Version. Dann hat eben Google angefangen, Omega zu bauen. Und dann eben danach haben sie festgestellt, okay, es wäre vielleicht ein besserer Weg, das nicht nur für uns zu bauen, sondern für die Welt da draußen zu bauen. Und so ist dann eben Kubernetes entstanden. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist es eigentlich so, dass Kubernetes der Orchestrator für Container-Workload ist. Es gibt ein paar andere, aber Kubernetes ist definitiv der, der sich auf dem Markt durchgesetzt hat. Ja, genau das vielleicht noch als Info. Wenn es Fragen gibt zu jeder Zeit, bitte gerne den Chat nutzen. Wir sind hier mit starker Mannschaft dran und überwachen das auch. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt gerade nicht sehe, werden euch die Fragen beantwortet, beziehungsweise ich kriege die Info, dass ich etwas zu beantworten habe. Also bei Fragen immer gerne in den YouTube-Check damit. Genau, so wie funktioniert Kubernetes? Jetzt haben wir grob gelernt, was Kubernetes ist. Jetzt müssen wir mal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Genau, wir haben als kleinste Einheit in einem Kubernetes keinen Container. Bis jetzt haben wir die ganze Zeit über Container geredet. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir nicht mehr über Container reden als kleinste Einheit, sondern über so einen genannten Pod. Das ist im Prinzip die kleinste Einheit in der Kubernetes-Welt. Warum ist das so? Weil in einem Pod mehrere Container laufen können, beziehungsweise auch immer mindestens zwei Container laufen. Was ist das so? Wir haben hier, ich mache mir hier kurz einmal den Laser an, wir haben hier unseren Hauptprozess, den eigentlich ein Container, das heißt, das ist das Container-Image, was wir definieren, unser Microservice. Und wir haben hier oben aber auch noch so ein Netzwerk-Stack. Der wird dafür genutzt, dass eben dieser Pod über eine interne IP-Adresse in unserem Kubernetes-Cluster angesprochen werden kann. Und diese IP, die hört im Prinzip in die Außenwelt, ins Kubernetes-Cluster, um dann eben mit dem Container hier zu kommunizieren. Dieses Netzwerkinterface ist im Prinzip auch nur ein Prozess, ein isolierter Prozess und ist im Prinzip auch nichts anderes als ein Container. Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir über einen Pod reden und nicht über einen Container, weil ein Pod immer mindestens zwei Container hat, einen Netzwerkprozess und diesen Container, den wir eigentlich starten wollen. Des Weiteren gibt es eben noch andere Optionen. Es gibt eine sogenannte Init-Container, die ich nutzen kann, um meine Umgebung einzurichten, Dependencies aufzulösen, die ich vielleicht nicht in meinem Hauptprozess haben möchte, überlegen wir irgendwie ein Table in der Datenbank anlegen oder so irgendwas. Das will ich vielleicht nicht in dem Code von meinem Hauptprozess haben, das muss aber eventuell ausgeführt werden, bevor ich meine Anwendung starte. Dann ist das was ich im Prinzip in einen Init-Container legen kann, sicherstellen kann, dass das ausgeführt wird, weil erst wenn der Init-Container erfolgreich gestoppt wurde und erfolgreich ausgeführt wurde, würde der Hauptprozess, der eigentliche Container, gestartet werden. Dann haben wir sogenannte Sidecar-Container. Das sind Container, die parallel zu meinem Hauptprozess laufen, in denen ich auch nochmal Services auslagern kann. Log-Management, das heißt, dass ich im Prinzip meine Logs dort sammle und zentral an mein System weiterleite. Oder ein Proxy ranhänge, der Authentifizierung übernimmt. Solche Themen. Wem Service-Mesh-Gedanke ist bekannt ist, ist das im Prinzip auch das Sidecar-Pattern, was da genutzt wird. Das heißt, ein Service Mesh besteht aus ganz vielen kleinen Managed Proxies und diese Proxies hängen eben an der Anwendung auch über den Sidecar mit dran. Genau. Das ist ein Pod, kann aus mehreren Containern bestehen. Im normalen Default-Setup ist, wie gesagt, der Hauptprozess und der Netzwerk-Container, der hier genutzt wird. So, jetzt wollen wir aber nicht so einen Pod einfach nur starten und in unseren Kubernetes-Cluster laufen lassen. Hat einen Grund, weil wir, wie gesagt, die Option haben wollen zu skalieren. Das heißt, wir wollen ja die Option haben zu sagen, hey, Kubernetes, wir hätten gerne eine Instanz, zwei Instanzen, drei Instanzen und stell bitte sicher, dass diese Instanzen noch immer laufen. Und das würde Kubernetes noch nicht tun, wenn wir einfach nur einen Pod anlegen würden, also hier diesen inneren Bereich, sondern dafür braucht es ein Replikaset. Ein Replikaset ist eben dafür da, das einzuhalten. Das heißt, ich sage in meinem Replikaset, starte mir bitte diese Pod-Definition und lass die dreimal laufen. Und mehr steht da eigentlich nicht drin. Und durch dieses Replikaset gibt es dann einen Prozess im Kubernetes, das ist der sogenannte Controller, der dann eben sieht, aha, es gibt eine Ressource,
namens die mit dem Kind Replica Set und da soll was dreimal gestartet werden. Es gibt aber nicht drei Pod-Definitionen. Das heißt, ich muss zwei Pod-Definitionen anlegen, weil ich nur eine hatte. Und dadurch werden dann eben dann die mehreren Instanzen gestartet. Das heißt, das Replica-Set sorgt dafür, dass eben die Instanzen meiner Pods wirklich dann gestartet werden. Wenn wir es genau nehmen, ist es nicht, wie gesagt, nicht das Replica-Set, sondern der Replica-Set-Controller, der das ausführt. Und der würde auch eben nur die Pod-Definition anlegen. Und dann im Nachgang würden diese gescheduled werden. Da komme ich nachher aber nochmal drauf zu. So, jetzt ist aber hier die Replika, wie wir sehen, nicht das Ende vom Lied, sondern wir haben jetzt hier noch so eine Ressource, die nennt sich Deployment. Warum haben wir die? Das ist im Prinzip nur noch eine Schicht zum Abstrahieren. Bedeutet, wir können hier eben auch dasselbe nochmal definieren. Also auch da definieren wir nur, wir hätten gerne einen Container am Laufen in so und so vielen Instanzen. Haben mit dem Deployment aber die Möglichkeit, auch eine Update-Strategie mitzunehmen. Das heißt, wir können hier im Deployment sagen, wir hätten gerne ein Rolling-Update, was dazu führt, wenn wir eine neue Version deployen, würde Kubernetes langsam diese Version updaten. Das heißt, wir haben vier Container am Laufen, dann würde er einen neuen Container starten mit der neuen Version, würde in der alten Version eine stoppen, würde in der neuen wieder eine hochfahren, würde in der alten eine stoppen, und zwar so lange, bis die neuen alle da sind und die alten alle weg sind. Und damit das funktioniert, bräuchte das Deployment, weil das Deployment dann im Szenario für diese neue Version im Prinzip ein weiteres Replika-Set anlegt, in dem dann Pods angelegt werden. Das heißt, das Deployment ist die Klammer dann um zwei Replika-Sets. Das eine wird immer größer und das andere wird immer kleiner und wenn es leer ist, wird es gelöscht. Und damit dieser Update funktioniert, gibt es eben diese Deployment-Ressource. Und das ist im Endeffekt im Daily Business auch nur das, was uns interessiert. Das heißt, wenn wir eine Workload auf unseren Kubernetes bringen wollen, machen wir das über ein Deployment, definieren, wie viele Repliken wir haben wollen, wie wir die Updates haben wollen, welches Image wir nutzen wollen, und der Rest passiert dann eben automatisch. Das heißt, die Replika-Sets, die können wir uns anschauen, die werden aber automatisch erstellt, die Pods, die können wir uns anschauen, werden aber automatisch vom Replika-Set erstellt und so weiter und so fort. Das ist so der Zusammenhang zwischen Deployment, Replika-Set und Pod. So, jetzt haben wir viel über Workload gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich unseren Workload auch irgendwie verfügbar machen. Sei es nach extern, reden wir gleich drüber, aber auch nach intern. Was heißt intern? Wir stellen uns vor, wir haben Service A und wir haben Service B. Und der Service A will mit dem Service B reden. Der Service B ist aber vielleicht skaliert, gibt es mehrere Instanzen. Dann muss es ja irgendwas geben, was Service A ansprechen kann, was dann weiß, wo Service B erreichbar ist. Und das ist im Prinzip ein interner Service, der heißt Cluster-IP-Service, wird aber abgekürzt auch einfach nur Service genannt. Und das ist im Prinzip der hier in der Mitte, der dann versteht, okay, wie viele Container gibt es denn, welcher Container ist denn gerade verfügbar und kann Workload entgegennehmen und würde dann eben dementsprechend den Traffic routen. Für uns als Service A ist das nichts anderes als ein DNS-Eintrag. Das heißt, wir sprechen den DNS-Eintrag Service A an, und der sorgt dann dafür, dass wir alle Pods von Service A erreichen können. Das heißt, so kann die Workload untereinander kommunizieren. So, wie sieht das nach extern aus? Gehen wir davon aus, wir haben einen Webservice, den wollen wir vielleicht im Internet verfügbar machen. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Workload nach außen exportieren. Und da ist auch wichtig, außerhalb des Kubernetes-Cluster. Das muss nicht zwingend Internet sein, das kann, wie gesagt, auch ein internes VNet sein, Subnet etc. Wie passiert das da? Da gibt es einen sogenannten Node-Port-Service. Der ist schon ein bisschen komplexer. Der untere Teil ist im Prinzip komplett identisch. Wir haben hier unseren internen Service, unseren internen DNS-Eintrag, über den das geroutet wird. Trotzdem gibt es hier dann aber auch noch ich sag mal, das externe Beinchen, das heißt, dieser Service wird auf jedem unserer Nodes, also auf jeden unserer Workload-Maschinen, exposed über einen Highport, also 30.000 irgendwas. Und von dort wird der Traffic dann eben weiter geroutet nach intern über den internen Service auf unsere eigentliche Workload. So, das heißt, dann kann jemand von außerhalb des Clusters auf den internen Workload zugreifen. Wie gesagt, wir sind hier noch auf einem Highport unterwegs. Wenn wir mehrere Nodes haben, müssen wir die alle ansprechen, weil wir nicht zwischen wissen, welcher gerade erreichbar ist. Nichtsdestotrotz können wir auch über Node 3 in das Cluster gehen und dann auf einen
Workload zugreifen, die auf Node 1 läuft. Damit kann er umgehen. Aber trotzdem haben wir hier vorne halt eben noch keinen Load Balancer, noch keinen Proxy, müssen uns hier vorne um das Routing selbst kümmern. Das ist im Prinzip ein Service, den wir selten in der Cloud-Welt nutzen werden. Er ist aber wichtig zu verstehen, wie der nächste funktioniert. Und der nächste ist eben der Load Balancer Service. Und das ist ein Service, den wir in der Cloud-Welt hernehmen. Das ist im Prinzip nichts anderes als der Load Balancer Service. Auch da haben wir hier in der Zwischenschicht mehrere Nodes, die High Ports exposen. Wir bekommen aber automatisch, und da sage ich gleich noch was zu, einen Load Balancer von unserem Cloud Provider. Also in unserem Fall von Azure, einen Azure Load Balancer vor das Cluster gehängt, der automatisch weiß, auf was er hören muss und an welche Ports er weiterleiten muss. Das heißt, dieser Load Balancer hört auf 80 und 443 und würde dann an die High Ports, an die jeweiligen Nodes den Traffic weiterreichen. Riesenvorteil ist, wir managen diesen Load Balancer komplett aus Kubernetes. Das heißt, wir sagen Kubernetes, wir hätten gerne einen Load Balancer Service und Kubernetes redet dann mit der Azure Cloud und requestet den Load Balancer und hängt den automatisch vor unser Kubernetes Cluster. Das heißt, da müssen wir nichts in Azure tun. Das ist alles abstrahiert über eine Definition in unserem Kubernetes Cluster. Und wie gesagt, im Untergrund basiert das eben auch auf dem Node Port Service. So, jetzt haben wir noch eine weitere Option, den sogenannten Ingress. Das ist eigentlich kein Service, wird aber auch genutzt, um Workload nach außen verfügbar zu machen. Im Prinzip ist der Ingress nichts anderes als auch wieder eine Abstraktion und ermöglicht mir eben einen Proxy in mein Kubernetes-Cluster zu deployen, den ich dann über Kubernetes-Ressourcen managen kann. Das heißt, ich habe dann eine Kubernetes-Ressource Ingress und da schreibe ich rein, hier foo-domain.com soll an den Service weitergeleitet werden, domain.com/foo soll an den Service weitergeleitet werden und alles andere an diesen Service. Definiere ich eben in meiner Kubernetes-Welt und auch da gibt es wieder einen Prozess in unserem Cluster, der das dann übersetzt auf einem HTTP-Proxy. Zum Beispiel standardmäßig der Nginx, kann aber auch jeglicher anderer sein. Und der dann weiß, wie er diese Workload verteilt. Dieser Proxy, ich sag mal, dieser Ingress-Proxy, den wir da deployen in unserem Cluster, der wiederum ist dann auch wieder über einen Load Balancer exposed, damit er eben mit einem Beinchen in der Außenwelt steht und die Requests annehmen kann. Vorteil von einem Ingress ist, ich habe halt recht gute Möglichkeiten, wie ich eben mein Routing definieren kann. Das heißt, ich kann ein bisschen eingreifen. Ich kann TLS terminieren, das heißt, ich kann auch dem Ingress Zertifikate mitgeben, die ich auch über mein Kubernetes Cluster und Secrets managen kann. Das heißt, ich bin einfach ein bisschen flexibler, meine Services zu routen. Das heißt, es wird gern immer hergenommen. Genau. So, hier jetzt nochmal, um komplette Verwirrung zu stiften, ein Big Picture. Das große Ganze von unserem Kubernetes Cluster. So ein Cluster besteht im Prinzip aus einem Master und Worker-Nodes. Hier oben haben wir im Prinzip den Master-Node. Der ist jetzt hier einmal aufgezeichnet. Den kann man natürlich auch hochverfügbar gestalten. Und das ist auch, wenn wir jetzt in die Azure-Welt denken, der Teil, der komplett managed ist. Das heißt, mit dem haben wir nichts zu tun, um den müssen wir uns nicht kümmern. Der ist hochverfügbar und ist komplett managed. Was ist in dem Master drin? Da ist ein API-Server als zentrale Komponente. Der API-Server ist auch der, mit dem wir reden, wenn wir später mit dem Kubernetes-Cluster agieren, sagen, hey, wir hätten gerne ein Deployment, wir hätten gerne diese Konfiguration. Das heißt, wenn wir später über die CLI arbeiten, läuft das eben gegen den API-Server. Der API-Server selbst validiert dann die Anfrage und wenn alles in Ordnung ist, wird die abgespeichert, persistiert in der Datenbank. In der Kubernetes-Welt ist das eine etcd-Datenbank, um das eben zu persistieren. Und dann haben wir hier oben den Controller Manager. Und der Controller Manager ist dann wirklich das, wo die Controller laufen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ich ein Deployment anlege, läuft der Deployment Controller los, würde das Replica Set anlegen. Dann läuft der Replica Set Controller los, würde basierend auf dem Replica die Menge an Pods anlegen. Das alles passiert eben im Controller Manager. Das heißt, der hört auf dem API Server und agiert eben dementsprechend, was für Ressourcen gerade angelegt wurden. Dann haben wir den Scheduler. Der Scheduler macht nichts anderes, als wenn es eine Pod-Definition gibt, im API-Server auszusuchen, auf welchem Worker-Node, also auf welchem von denen hier unten,
die Workload gescheduled werden soll. Das heißt, der hat seine Metriken, der weiß, wie das Cluster ausgelastet ist. Auch das kriegt er über den API-Server und schreibt dann im Prinzip in eine Pod-Definition nur rein, du wirst jetzt auf Node 1 gestartet. Mehr Aufgaben hat er nicht. Wenn ich dann im API-Server eine Pod-Definition habe, in der ein Node steht und dieser Pod, der definiert wurde, noch nicht gestartet wurde, gibt es jetzt eben Prozesse, sogenannte Kubelets, auf jedem Worker-Node, die dann darauf agieren und sagen, ah, hier gibt es einen Pod, der soll bei mir laufen, der läuft aber nicht, dann starte ich den mal. Das heißt, das Kubelet ist im Prinzip die ausführende Komponente auf jedem Worker-Node, die dementsprechend die Workload dann startet. Dann haben wir die ganze Workload eben hier, die Pods auf unseren Nodes liegen, die können natürlich untereinander kommunizieren, auch über die Node-Grenzen hinweg. Wir haben den C-Advisor, der dafür da ist, die Metriken von den Nodes auszulesen, basierend auf denen dann der Scheduler eben seine Arbeit tut. Und wir haben den Kube-Proxy, was im Prinzip das Sprachrohr in die Außenwelt ist. Das heißt, wenn ich etwas expose, wenn ich von außerhalb im Cluster das erreiche, wird das eben über den Kube-Proxy geroutet. Das heißt, da kommen dann wirklich auch die User-Requests durch. Genau, das ist im Prinzip so einmal ein Kubernetes von oben bis unten. Wie gesagt, hier oben der Master in der Azure-Welt mit dem AKS komplett managed. Die Worker sind im Prinzip VMs, die ich eben dann in mein Cluster hängen kann. Ja, jetzt habe ich schon viel über Kubernetes-Ressourcen gesagt. Wie sieht das denn aus? Hier rechts haben wir im Prinzip ein Beispiel. Das ist ein Deployment. Das heißt, ich kann das einmal über CLI, über kubectl anlegen und dann an den API-Server schicken. In dem Fall machen wir ein Deployment mit dem Namen Nginx, basierend auf dem Image Nginx Latest. Und das ist im Prinzip dann das, was bei rauskommt. Das heißt, wir haben hier unser Deployment. Wir sagen, wir hätten gerne eine Replik, weil wir nichts anderes angegeben haben. Das heißt, es wird ein Replikaset erstellt werden und in dem Replikaset würde stehen eine Replik bitte. Und haben hier unten dann eben den Container-Definition basierend auf dem Image Nginx und geben ihm noch einen Namen Nginx mit. Das heißt, das ist im Prinzip das, was ich machen kann. Ich kann das über kubectl, über die CLI mitgeben. Ich kann aber auch, wie es hier beschrieben ist, das eben in YAML schreiben und dann eben mit kubectl apply an meinen Kubernetes-Cluster schicken. Das sehen wir nachher nochmal live. Wie gesagt, ich kann YAML oder mit JSON arbeiten. JSON ist im Prinzip das interne Protokoll, mit dem der API-Server arbeitet. Nach außen hin gibt es auch eben die YAML-Option. Ich kann aber auch von vorne weg mit JSON arbeiten, wenn das für mich der bessere Weg ist. Wie gesagt, das Ganze wird an API-Server geschickt, der validiert das serverseitig. In zukünftigen Kubernetes-Versionen ist auch möglich, das gleichzeitig zu validieren. Und wenn das alles passt, wird es eben persistiert in die etcd und dann laufen die ganzen Controller los. Ja, wie arbeite ich mit Kubernetes? Ich habe es eben schon vorgegriffen. Wie gesagt, kubectl ist so der große Einstiegspunkt, um mit meinem Kubernetes-Cluster zu arbeiten. Das ist eine CLI, die gibt es für Windows, Mac, Linux, für alles, was man braucht. Damit kann ich Ressourcen anschauen, erstellen, löschen. Ich kann auf jegliche API-Ressources zugreifen. Ich kann mich in Container attachen, wenn ich das möchte. Das heißt auch wirklich dann debuggen, den Container im Container. Ich kann ein Port-Forwarding machen, dass ich mir im Prinzip Container XYZ, der in mein Kubernetes-Cluster läuft, bei mir lokal nach Localhost expose für Debugging-Zwecke. Und das Ganze ist auch sehr extendable. Das heißt, ich kann kubectl auch über Plugins und sonstiges weiter anpassen. Dann habe ich noch ein Dashboard. Das ist das hier unten rechts. Das ist jetzt im Prinzip die Clicky-Bunty-Variante von der kubectl. Das heißt, da sehe ich ein paar Graphen, da kann ich auch wieder anlegen, löschen, je nachdem, was ich für Berechtigungen habe. Selber Funktionsumfang wie kubectl, nur zum Klicken. Und dann gibt es noch zusätzlich Tools, wie zum Beispiel Helm, wie Customize und andere, die mir im Prinzip das Leben vereinfachen und mich beim Deployen von Anwendungen in meinen Kubernetes-Cluster unterstützen. Da sehen wir nachher dann eben auch noch einen Live, wie das funktioniert. So, das war im Prinzip die Kubernetes-Welt ohne groß Cloud oder Azure oder irgendeine spezifische Variante zu reden. Was wir uns jetzt nochmal anschauen wollen, ist, wie sieht das überhaupt auf Azure aus? Was gibt es da für Wege? Gibt ein paar Services, die in Richtung Container gehen. Fangen wir mit der Azure Container Registry an, gekürzt ACR.
ist im Prinzip eine Container Registry wie der Docker Hub oder ähnliches, in den ich eben meine Images legen kann. Das Ganze ist eben auch fully managed und skalierbar. Das heißt, da kann ich so viel reinpacken, wie ich möchte. Ich kann eine SKU definieren und weitere Sachen. Ich habe dann gleich noch ein paar Beispiele. Ich habe integrierte Security. Das heißt, ich kann das an mein Azure AD anbinden und kann dann eben Rollen definieren, wer darf lesen, wer darf schreiben, auch bis auf das Image oder den Tag hinunter. Ich kann auch in meiner ACR gleich Container bilden. Das heißt, ich muss nicht zwingend lokal bei mir mit Docker Build meinen Container bauen oder in meiner Pipeline mit Docker Build den Container bauen. Ich kann das auch gleich in der Container Registry tun. Zeige ich nachher auch nochmal, wie das funktioniert. Nimmt mir einfach lokal meine Abhängigkeiten weg. Dann noch ein Vorteil, die Container Registry supportet den OCI-Standard, was mir eben erlaubt, nicht nur Container-Images in meiner Container Registry zu liegen, sondern auch andere Artefakte. Ein gutes Beispiel sind hier Helmcharts. Schauen wir uns nachher auch noch an. Helmchart ist im Prinzip, ja, Helm ist ein Paketmanager für Kubernetes, der im Prinzip ja komplexere Deployments machen kann, und ein Helmchart ist im Prinzip die Definition dieses Deployments. Und das kann ich eben auch zusammenpacken und in meine Container Registry legen als Artifact Store. Genau, das Pricing von der Azure Container Registry, da einfach nur als Info, ist eben basierend auf, wie viel Storage will ich, wie viel Buildtime will ich und habe ich jetzt advanced Anforderungen wie Geo-Replication und solche Geschichten. Genau. Auch da nochmal ein paar Sachen, verschiedenste Optionen. Ich kann auch nochmal Container-Images scannen in meiner Container-Registry. Das heißt, wenn ich beim Bilden feststelle, okay, ich habe irgendwie ein Security-Issue in meinem Container, kann ich eben meine Pipeline stoppen, beziehungsweise kann dafür sorgen, dass dieses Image nicht ausgerollt wird in meine Umgebung. Gibt es verschiedene Lösungen, gibt es Third-Party-Tools, die ich einklinken kann, gibt aber auch von Azure selbst da mittlerweile eine Lösung, um dann eben meine Container zu scannen und sicherzustellen, dass ich da keine Security-Issues habe, die ich dann in meiner Umgebung deployen würde. Zweites Beispiel wäre Geo-Replication. Das heißt, wenn ich wirklich verschiedene Kubernetes-Cluster habe, eine in US, eine in West Europe zum Beispiel, kann ich im Prinzip mit Geo-Replication sicherstellen, dass die Wege zwischen meiner Container-Registry und meinem AKS recht kurz sind. Hat den Hintergrund, dass natürlich ein Kubernetes-Cluster den Container erst starten kann, wenn er das Image lokal hat. Das heißt, je nachdem, wenn ich da eine schnelle Startzeile haben möchte für eine neue Version, ist es wichtig, dass eben Container Registry und Kubernetes Cluster recht nah beieinander liegen. Nicht nur eben auch für Ausfallsicherheit, was natürlich auch ein Thema ist, kann ich da mit Geo-Replication eben sicherstellen, dass ich gleich meine Container in der ganzen Welt verteile, da wo ich sie brauche und haben möchte. Das ist auch ein Feature, was mit der Container Registry kommt. Genau, was haben wir sonst? Die Azure Container Instances, kurz ACI. Was ist das? Das ist im Prinzip eine Möglichkeit, um, ich sag mal, serverless Container Workload zu starten. Das heißt, da mache ich nichts anderes, als Azure mitzuteilen, das ist das Container Image und lass das laufen. Und ich muss um nichts weiter kümmern. Ich muss mich nicht um die VM drunter kümmern. Ich muss mich nicht drum kümmern, mein Deployment zu machen, was gerade bei Kubernetes doch mal ein bisschen komplex werden kann, das genau zu definieren, sondern ich sage einfach nur, ich hätte gern den Container und lass den bitte laufen. Ist, wie gesagt, so ein bisschen für Batch-Workload oder Event-Driven Applications gedacht. Gibt es definitiv Use-Cases zu. Auch hier, wie gesagt, es geht Linux-Workload, es geht Windows-Workload und es geht auch GPU-Workload. Das heißt, wenn ich irgendwelche Machine-Learning-Modelle oder sonstiges habe, kann ich die eben da auch laufen lassen. Ein Riesenvorteil für Azure Container Instances, und das ist auch der Hauptgrund, warum ich die jetzt eben mit in der Präsentation habe, ist die Möglichkeit, dass ich Azure Container Instances mit in mein Kubernetes Cluster als sogenannte Virtual Nodes einbinden kann. Das hat einen immensen Vorteil, und zwar, dass ich extrem schnell skalieren kann. Das heißt, wenn wir uns einen Kubernetes Cluster vorstellen, der hat vielleicht 3 Nodes, die sind recht gut gefüllt, aber ich habe noch Ressourcenplatz und ich würde rausskalieren und ich komme an den Punkt, dass die Ressourcen meiner 3 Nodes nicht mehr reichen, würde Kubernetes, wenn ich Autoscaling aktiviert habe, dafür sorgen, dass ein weiterer Node hinzugefügt wird. Das ist nichts anderes als eine VM. Die braucht ein paar Minuten, bis die erstellt wurde und in das Cluster gehängt wurde. Das heißt, wenn ich wirklich schnell skalieren will, ist das vielleicht schon zu langsam. Mit der Azure Container Instance und dem Virtual Node kann ich in Sekunden skalieren. Das heißt, wenn ich wirklich den Demand habe, in Sekunden zu skalieren, kann ich das eben über die Azure Container Instances tun. Oder aber, wenn ich sage, okay, ich
will isolierten Compute laufen lassen. Ich habe irgendwie Compute, der wirklich extrem Memory- oder CPU-lastig ist und den möchte ich bitte nicht auf meinen normalen Nodes laufen lassen, weil das ja doch irgendwie Shared Resources sind. Dann kann ich die im Prinzip auch auslagern über Virtual Nodes, wenn ich das möchte. Pricing is here pay as you go. Das heißt, basiert auf CPU und Memory. Im Gesamten kann man sagen, ist schon ein bisschen teurer, als wenn ich jetzt wirklich nur eine VM-Workload laufen lasse. Also es ist nicht für eine dauerhafte Benutzung gemacht. Ich kann es natürlich machen, kostet mich dann aber ein bisschen mehr. Genau, und dann haben wir natürlich den Azure Kubernetes Service, den AKS, um den es ja heute hauptsächlich geht. Das ist eben, wie gesagt, ein Fully Managed Kubernetes Cluster. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen um meine Control Plane und den Master, um Kubernetes-Updates, ob das Ganze hoch verfügbar ist und so weiter. Das ist komplett managed. Ich sage maximal, ich würde gerne auf eine neue Kubernetes-Version gehen und dann kümmert sich Azure darum, dass das eben so passiert. Wie gesagt, das ist auch annähernd endlos skalierbar und auch secure per Default. Das heißt, da wurden auch Best Practices eingehalten. Das heißt, das ist alles abgesichert. Der API-Endpunkt benötigt eine Authentifizierung per Default und so weiter und so fort. Das heißt, da sind wirklich Standard-Security- Richtlinien schon eingeladen. Auch beim AKS, ich kann Linux-Workload laufen lassen, Windows-Workload, auch GPU-Workload. Ich habe nette Integrationen, sogenanntes Tool des Azure Dev Spaces, habe ich, glaube ich, nachher noch ein Bild zu, was mir im Prinzip als Entwickler ermöglicht, meine Inner Loop in meinen Kubernetes-Cluster zu verlagern. Das heißt, dass ich nicht mehr lokal entwickle und lokal laufen lassen muss, sondern dass ich im Prinzip, ich entwickle, wie als wäre es lokal, aber die Workload effektiv in meinem Kubernetes-Cluster läuft und da gebaut wird und da deployed wird, auch in meiner Inner Loop. Ganz interessantes Thema. Und dann habe ich auch eine volle Integration in VS Code, in Visual Studio und kann da eben die volle Integration nutzen. Das Pricing beim AKS sieht so aus, dass ich nur für die Worker-Nodes zahlen muss. Das heißt, die Master-Node oder die Control-Plane kriege ich komplett kostenlos. Muss ich mich um nichts kümmern, ich muss nur wirklich meine Workload zahlen und das sind die ganzen normalen VM-Preise, die wir von Azure kennen. Das heißt, das sind einfach wirklich nur virtuelle Maschinen, die ich da zahle und auch preislich einfach nur wie virtuelle Maschinen anzusehen. Was übrigens ein Riesenunterschied ist, ist in den anderen Cloud-Providern muss ich auch für den Controller-Plane Geld zahlen. Das ist bei Azure gar nicht so. Das heißt, den kriege ich da wirklich free of charge. So, dann habe ich natürlich auch technisch einen Haufen Integrationen in die Azure-Welt mit dem AKS. Das heißt, ich habe Azure Monitoring, mit dem ich Monitoring machen kann. Nicht nur meines Kubernetes selbst, sondern auch der Workload, also meinen Containern in meinem Kubernetes-Cluster. Ich habe Azure Policies, da habe ich nachher noch ein Bildchen zu, mit dem ich eben auch Governance-Themen in meinem Kubernetes-Cluster forcieren kann. Ich habe Azure Files und Azure Disk Integration für Persistent Storage, das heißt, um meine Daten zu persistieren, wenn ich das brauche, Azure AD-Anbindung für Authentifizierung, Autorisierung und Berechtigungsthemen. Ich kann mein AKS in mein Virtual Netzwerk hängen und Advanced Network Routing machen, wenn ich so On-Premise Workload habe und das mit meinem Kubernetes Cluster vereinen will zum Beispiel. Ich kann, wenn ich das möchte, das Azure Application Gateway als Ingress nutzen, dass das, was ich vorhin meinte, dieser Managed Proxy, der managebar in unserem Kubernetes läuft, gibt es auch die Möglichkeit, diesen Proxy in den Kubernetes-Cluster rauszuziehen und durch ein Azure Application Gateway zu ersetzen, was ich trotzdem aus Kubernetes heraus definiere und kontrolliere. Ich kann den Azure Key Vault integrieren für Secret Management. Das ist ein ganz wichtiges Thema, habe ich gleich auch nochmal eine Slide zu. Und natürlich auch Azure DevOps, um eben ja mein CI/CD gegen mein Kubernetes-Cluster zu nutzen. Und auch dann wieder natürlich eine komplette Portalintegration. Das heißt, ich kann auch über das Azure-Portal mit meinem Kubernetes-Cluster arbeiten, sehe sofort, welche Container laufen, wie die Auslastung in meinem Cluster ist und so weiter und so fort. Das heißt, da ist natürlich auch alles voll integriert. Und wie gesagt, die Liste ist nicht vollständig. Ich habe da unten 3 Punkte hin. Das geht noch weiter. Das waren jetzt nur so die wichtigsten, die interessantesten Punkte. Ein paar jetzt noch bebildert. Wie gesagt, ich kann natürlich auch Robust Access Control über mein Azure AD ausführen. Das heißt, ich authentifiziere mich nicht nur über meinen Azure AD-User mit meiner Zwei-Faktor-Authentifizierung etc., sondern ich kann dann auch noch über Gruppenberechtigung etc. genau steuern, was dieser User, der sich gerade authentifiziert hat, in meinem AKS-Cluster tun darf. Nur lesen zugreifen, nur in einen bestimmten Bereich schreiben zugreifen und so weiter und so fort. Auch da ist die Integration recht seamless.
Das heißt, ich muss mich einmal anmelden, das sehen wir gleich noch, und kann dann aber auch mit meinen Tools wie kubectl Helm direkt arbeiten, ohne mich da nochmal um Secrets und Authentifizierung kümmern zu müssen. Genau. Dann Cluster Autoscaler und Virtual Nodes. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so tief eingehen. Auch hier, wo ist mein Laser? Hier ist mein Laser. Gibt es einen sogenannten Cluster Autoscaler, der dafür sorgt, wenn ich Workload nicht mehr starten kann, das heißt Pods pending sind, dafür sorgt, dass Kubernetes mit Azure redet, um einen weiteren Node ins Cluster zu nehmen. Wie gesagt, das ist die Sache, die dann ein paar Minuten dauert, je nach Tagesform, einen zweiten Cluster hier ins, einen zweiten Node ins Cluster nimmt und dann die Workload wieder schedulen wird. Brauche ich das schneller, ist es eben, wie gesagt, hier die Option über Virtual Nodes, mir die Azure Container Instances mit in mein Cluster zu nehmen, um dann wirklich in Sekunden zu skalieren. Auch ein extrem wichtiges Thema mittlerweile, Private Cluster Support. Das heißt, ich kann meinen AKS-Cluster auch komplett privat betreiben. Meint den API-Endpunkt, das heißt, mit dem ich rede, um meinen Kubernetes-Cluster zu administrieren und Workload zu deployen, den kann ich in ein internes Subnet legen. Das heißt, auch da kann ich im Prinzip wirklich von außen die Barriere ziehen und ich kann auch meine Services, die ich expose, aus meinem Kubernetes-Cluster nicht ins Public Internet exposen, sondern mit einem Private Load Balancer in meine Subnets exposen. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass eben mein Kubernetes-Cluster wie meine Workload nicht ins Internet exposed werden und kann dann den Schritt noch weitergehen und auch dafür sorgen, dass Container Registry oder Storage Services etc. auch nicht über Public Endpoints angesprochen werden, sondern mit Private Link über interne Endpoints im Subnetz angesprochen werden. Das heißt, damit kann ich sicherstellen, dass meine komplette Workload dann im Prinzip nicht mein Virtual Netzwerk verlässt und damit auch abgesichert ist. Azure Monitor, noch eine Slide zu. Das heißt, hier ganz wichtig, die globale Monitoring-Komponente für Azure natürlich, wir kennen sie, laufen jegliche Metriken und Logs rein und da habe ich jetzt eben auch die Option, eben nicht nur meine AKS-Metriken, das heißt, wie geht es meinem Cluster, wie ist die Auslastung von meinem Cluster, sondern eben auch meine Container-Metriken und Container-Logs zentral in Log Analytics laufen zu lassen und dann auch darauf bei Bedarf ein Alerting zu legen. Ich kann auch noch weitergehen über die Custom Resources hier unten und zum Beispiel meine Prometheus Endpunkte meiner Anwendungen. Das heißt, wenn ich Custom Metriken habe, über diese über Prometheus exposen und dann auch über Log Analytics eben auszuwerten oder Alerting darauf zu legen. Das heißt, da kann ich auch extrem, extrem gut meine Custom Metriken mit abfangen. Dann auch ein recht neues Thema sind im Prinzip die Azure Policies. Also nicht die Azure Policies sind ein neues Thema, sondern der Support für ein Kubernetes Cluster. Das heißt, ich kann dann auch da wieder zentral über meine Azure Policies mein Kubernetes-Cluster steuern und kann dann da auch wirklich so weit gehen, dass ich sage, ein sehr interessantes Thema, ich erlaube in meinem Kubernetes-Cluster nur Images von der und der Registry, dass ich zum Beispiel unterbinden kann, dass so ein Entwickler oder ein Nutzer von Kubernetes-Cluster nicht vom Docker-Hub irgendein Image lädt und irgendein Image nutzt, sondern wirklich explizit nur die Images oder Container von den Images laufen lassen kann, die ich zulasse. Das heißt, da kann ich auch wirklich meine Governance-Policies komplett bis in meinen AKS-Cluster einmal durchvererben und dann auch eben enforcen und auch auswerten, wenn es Probleme gab. Das ist noch recht neu, das Thema. Genau, dann Key-Vault-Management oder Integration. Auch das ein sehr interessantes Thema aus dem Grund, es gibt ein Secret-Management in Kubernetes, das ist aber nur so semi-secure. Das heißt, das ist jetzt nichts, was man im Production Workflow hernehmen sollte. Und da gibt es eben die Möglichkeit, die Secrets, sei es Zertifikate, sei es Connection Strings, irgendwelche anderen Secrets, in Azure Key Vault abzulegen und dann diese Informationen aus dem Azure Key Vault in meine laufenden Pods zu injecten. Das heißt, dass ich dann eben mein Secret als Umgebungsvariable in meinen Pod zur Verfügung stelle oder mein Zertifikat als File in meinen Pod injecte, meinen Connection String als Umgebungsvariable oder Config File injecte und so weiter und so fort. Das heißt, dass das Ganze sicher in meinem Key Vault liegt und dann bei Bedarf eben injected wird. Und noch einen Schritt weiter, die Azure AD Pod Identity, die hier recht gut auch mit dem Key Vault zusammenspielt. Das ist im Prinzip eine Möglichkeit, gehe ich jetzt nicht in die Tiefe, aber eine Möglichkeit im Prinzip einem Pod, also einem laufenden Container,
zu erlauben, im Namen des Pods auf Azure-Ressourcen zuzugreifen. Das heißt, ich definiere, Pod A darf auf meine Cosmos-Datenbank, auf mein Key Vault lesen, zugreifen oder schreiben, zugreifen. Und das mache ich im Prinzip auch auf Kubernetes-Level und nicht in meiner Anwendung. Das heißt, ich muss mich dafür dann nicht mehr in meiner Anwendung darum kümmern, wie authentifiziere ich mich, sondern ich habe das Thema komplett abstrahiert und im Prinzip brauche ich das nicht mehr in meinem Applikationscode zu managen. Auch ein Riesenvorteil, wenn ich das nutze, erhöhe ich auch automatisch die Security. Diese Zertifikate und Secrets, die da ausgestellt werden im Hintergrund, haben standardmäßig eine Lifetime von 60 Minuten. Das heißt, die rotieren alle 60 Minuten. Sowas bekomme ich, wenn ich das händisch mache, im Leben nicht hin. Das heißt, da erhöhe ich auch die Security nochmal immens. Und gleichzeitig tue ich mir im Daily Business auch noch einfacher, weil ich mich nicht mehr um das ganze Management von Secrets etc. in meinem Code kümmern muss. Also ist das nun mal ein Riesenthema. Und gerade in Bezug auf die Key-Vault-Integration auch da recht interessant, weil dann muss ich mich auch nicht mehr darum kümmern, wie ich als Kubernetes auf den Key-Vault komme, um eben die Secrets zu lesen. Das heißt, das kann man recht gut vereinen, das Thema. Genau. So, das wären so die Slides. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um nochmal eine Demo zu machen, uns einfach mal anzugucken, wie denn so ein Kubernetes-Cluster dann anzulegen ist und wie man damit eben sauber einmal umgehen kann. So, dafür würde ich hier einmal auf meine Umgebung wechseln. Dann machen wir hier auch kurz das Bild einmal größer und ich mache auch hier noch mal ein bisschen was größer, dass man das besser lesen kann. So, was wir jetzt machen als erstes, wir müssen natürlich den AKS-Cluster in eine Resource Group legen. Das heißt, als allererstes legen wir erstmal eine Resource Group an. Ich mache das jetzt über die CLI. Das heißt, wir legen jetzt hier eine Resource Group an, nennen die einfach mal AKS Demo 1 und gehen nach West Europe. Jetzt haben wir unsere Resource Group, ging ganz schnell. Jetzt mache ich eine Sache, ich erkläre sie gleich. Ich exporte hier mir mal eine ID. Das ist im Prinzip jetzt einfach jetzt hier einfach eine random ID. Erzähle ich gleich, warum wir das brauchen. Jetzt können wir uns als allererstes eine Container Registry anlegen. Auch das geht über die Command Line, das heißt Azure CLI ACR für Container Registry. Create, geben die Resource Group von eben an und geben einen Namen an. Als Namen hier ganz wichtig, da gibt es ein paar Beschränkungen, hat den Hintergrund, weil dieser Name dann auch wirklich Teil des FQDN ist, mit dem ich mein Cluster erreichen kann. Das heißt, die muss eindeutig sein. Das ist auch der Grund, warum ich hier hinten die ID ranhänge. Und es darf kein Minus dabei sein und so weiter und so fort. Das heißt, wir nennen die jetzt hier einfach ACE Demo 1 31361. Packen die auch wieder nach West-Europe, geben der DSKU Standard und erstellen die einmal kurz. So, jetzt haben wir die auch erstellt. Was wir jetzt einmal machen können, ist unseren AKS-Cluster anzulegen. Das ist jetzt ein bisschen mehr, aber auch nicht so wild. Was haben wir hier? Wir erstellen auch hier wieder mit dem AKS-Befehl ein Cluster, geben eben die Resource Group von oben mit, geben ihnen einen Namen, wir nennen jetzt einfach mal AKS-Demo1, haben dann hier unten die Möglichkeit, eine Kubernetes-Version mitzugeben, das ist optional, wir müssen das nicht machen, dann nimmt er den Standard, den er hat, wir können aber natürlich jederzeit eine mitgeben. Wir geben ihnen eine Größe mit, eine Node-Size, das ist im Prinzip die Größe der VM, die wir erstellen wollen. Das ist die allererste VM oder der erste Node-Pool. Man kann natürlich dann noch weitere Node-Pools erstellen, wenn man sagt, man hat GPU-Workload, CPU-Workload und so weiter und so fort. Wir geben eine Node-Count an. Das heißt, wir legen jetzt gerade mal eine VM an, legen die in West Europe an, sagen hier, er soll bitte Managed Identity nehmen. Das ist für die interne Authentifizierung. Das heißt, damit dann später der Kubernetes-Cluster in der Lage ist, Ressourcen anzulegen, den Load Balancer anzulegen, eine Azure Desk zu requesten für unseren State und so weiter und so fort. Das passiert dann hier eben über eine Managed Identity. Ich könnte da jetzt auch ein Service Principle mit angeben manuell,
Aber in dem Fall geht das jetzt eben auch dann automatisch. Wird dann auch eben für die AD-Integration genutzt. Und dann hier unten als letzten Punkt habe ich noch die Möglichkeit, eine ACR zu attachen. Das heißt, eine Container Registry an mein AKS zu hängen. Warum kann ich das machen? Es hat den Vorteil, meine Container Registry ist ja private. Das heißt, ich muss mich authentifizieren, damit ich lesen und schreiben zugreifen kann. Und mit diesem Attach ACR Command enable ich den AKS, den ich gerade erstelle, gleich lesend auf die Container Registry zuzugreifen. Das heißt, ich muss mir auch da keine Gedanken mehr machen. Aus der Container Registry kann dieser AKS immer Images lesend pullen. Genau. Das hier hinten ist jetzt im Prinzip nur, dass das Ganze im Background passiert, hat den Hintergrund, weil das jetzt natürlich ein paar Minuten dauern würde. Wir führen das jetzt einfach mal aus. Jetzt läuft das im Hintergrund. Wir können jetzt gerne hier einmal kurz aufs Portal gehen und das einmal anschauen, was wir da jetzt bekommen haben. Schauen wir mal schnell in die Resource Group. Wir haben hier unsere Demo 1. Resource Group, die wir gerade angelegt haben. Wir haben hier unsere Container Registry, die wir gerade angelegt haben. Ich mache hier auch mal schnell ein bisschen größer. Unser Container Registry, die wir gerade angelegt haben. Und den AKS sehen wir jetzt noch nicht, weil der jetzt gerade ja noch am Erstellen ist. Das heißt, das dauert noch einen Moment. So, damit wir das jetzt nicht warten müssen, habe ich eins gemacht. Ich habe mir schon ein Kubernetes Cluster angelegt, was wir jetzt für die Demo nutzen können. Das heißt, wir können jetzt hier mit AZAKS Get Credentials uns im Prinzip einmal anmelden, falls wir noch keine Session mit unserer Azure CLI haben. In unserem Fall haben wir die. Und uns damit Get Credentials und der Angabe der Resource Group und dem Namen des AKS uns im Prinzip unser Token holen, mit dem wir dann gegen den Kubernetes Cluster agieren können. So, führen wir das einmal aus. Dauert das eine Sekunde? Jetzt sagt er, er hat es hier gemerged. In dem Fall war das, glaube ich, schon drin. Das heißt, das ist jetzt nicht so schlimm. Und jetzt habe ich die Option mit kubectl. In unserem Fall, ich habe ein Alias, geht das einfach mit kgetnodes, mich auf meinen Kubernetes-Cluster zu verwenden. Sehe jetzt hier, okay, ich habe hier Node. Ich kann mit kubectl get pods mir die Pods anschauen. In dem Fall habe ich jetzt hier noch keine Pods in meinem Default Namespace gescheduled, weil wir noch nichts installiert haben. Bin jetzt aber eben authentifiziert auf meinem Cluster drauf. So, jetzt machen wir mal eine Sache. Ich klone mir hier mal ein Repo. Das ist ein Sample-Repo von uns. In dem ist jetzt im Prinzip hier ein Helm-Chart drin. Wie gesagt, geht es nicht genau auf Helm ein, was das ist, aber das ist im Prinzip in diesem Helm-Chart wird das beschrieben, wie eine Anwendung deployed wird in unserem Kubernetes-Cluster. Und wir haben hier ein Docker-File, was eben, da können wir kurz reinfahren, was eben beschreibt, wie unser Docker-Container gebaut werden soll. Das heißt, wir haben hier eine .NET Core-Anwendung, die wir hier eben bauen. So, was wir jetzt machen können, ich habe ja gesagt, wir können die ACR nutzen, um eben auch unsere Images zu bauen. Das heißt, ich habe jetzt hier lokal gerade keinen Docker am Laufen. Das heißt, ich sage jetzt einfach, okay, hey Azure, bau mir das bitte mal in der Container Registry, nenn das bitte sample-mvc und push das danach in die Registry, die wir oben angelegt haben. Führe das jetzt einmal aus. Das wird jetzt einen kleinen Moment dauern. Ja, oder geht gar nicht. Schade aber auch. Eigentlich wäre sie da. Ja. Das ist das Schöne an Live-Demos. Habe ich mich verschrieben? 31, 36. Ah! Da habe ich das falsche Kommando genommen. Da ist hier noch eine 1 dabei. Kaum macht man richtig, geht's auch. Das heißt, er fängt jetzt an,
packt den Source Code, schiebt den auf Azure, wartet auf einen Agent in meiner ACR und würde da jetzt eben anfangen, unser Image zu bauen. Das dauert jetzt natürlich einen Moment. Den müssen wir kurz überbrücken. Was dann nämlich eben passiert, ist, dass wir dann, wenn wir hier in die ACR gehen, wir dann hier eben unter Repositories unser Sample MVC-Image bekommen würden, mit dann eben dem jeweiligen Tag. So, wenn wir zurückgehen, Effekt jetzt schon an, er pullt sich sein, sein Base-Image, um dann gleich das Image zu bauen. Genau, hier haben wir Step 3, er kopiert den Working Deer, macht den .NET Publish. Das heißt, das dauert jetzt einfach einen kurzen Moment, bis das durchgelaufen ist. Wenn wir gerade beim Warten sind, haben wir irgendwelche Fragen bis jetzt? Guck mal schnell in den Chat, ist noch recht leer. Es wäre Zeit für Fragen, wenn jemand Fragen hat. So, aber jetzt soll das schon gleich haben. Genau, das ist beim Entry Point. Und jetzt pusht er das eben in die Registry hoch. Hat er gemacht. So, das heißt, wenn wir jetzt hier einen Refresher machen, sehen wir jetzt hier, wir haben das Image mit dem Tag in unserer Registry liegen. So, jetzt haben wir das Image. Jetzt wollen wir das Image natürlich nehmen und installieren das Ganze. Wie gesagt, wir machen das über Helm. Auch hier muss ich jetzt kurz einmal den Namen anpassen, um nicht in denselben Fehler zu laufen. Was machen wir hier? Wir machen im Prinzip, wir installieren mit Helm. Upgrade-i heißt im Prinzip nur installier, wenn es schon gibt, mach ein Upgrade. Wir setzen hier das Image, wie gesagt, auf unsere Registry und das Image, was wir gerade angelegt haben und sagen ihm dann hier noch mit den zwei Zeilen, bitte exportieren uns das über den Load Balancer Service. Das, wie gesagt, wir exportieren das als Node-Port und es wird automatisch von Azure ein Load Balancer vorne dran gesetzt und gibt das bitte auf Port 80 frei. So. Führen wir das einmal kurz aus. Dann sagt er uns, hier existiert noch nicht, installiere ich jetzt mal. Und wenn wir jetzt mit kubectl-get-pods nochmal schauen, kriegen wir wieder einen Fehler. Schauen wir uns mal kurz an, was er hat. Okay. Da ich jetzt aus Versehen die falsche Registry hier angelegt habe, kann er sich jetzt natürlich nicht authentifizieren. Das können wir jetzt dann auch im Prinzip mit einem AZ-AKS, glaube es war Update. Muss ich jetzt kurz gucken, aber ich glaube es war ein Update. Genau, attached ACR können wir das einmal ausführen. Das wird jetzt aber einen kurzen Moment dauern. Minus Resource Group. AKS minus Demo, AKS minus Demo. Minus Name. So. Warum macht er das jetzt nicht? Das war jetzt ein Fehler, den ich bei mir in der Vorbereitung hatte. Okay. Das dauert jetzt zu lang, weil selbst der Prozess würde dann auch nochmal 2 Minuten dauern. Aber ich habe die Möglichkeit natürlich auch nachträglich eine ACR zu attachen. Hat jetzt leider die Demo nicht so ganz geklappt. Was jetzt passiert wäre,
wir hätten jetzt hier unter kubectl services, das hat er sogar gemacht, weil das hat geklappt, einen Load Balancer Service angelegt. Er kriegt hier auch eine externe IP. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine externe IP, die wir von Azure bekommen haben. Und die könnten wir jetzt prinzipiell im Browser aufrufen. Es wird das nichts kommen, weil der Container an sich nicht läuft. Aber prinzipiell hätten wir jetzt hier unsere Demo-Anwendung. Wie gesagt, einziges Problem ist gerade die Authentifizierung. Dass die 5 Minuten Debugging hier erspare ich euch jetzt. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, dass das so prinzipiell funktionieren müsste. Okay. Das wäre es von meiner Seite gewesen. Weiß nicht, haben wir Fragen bis jetzt? Wenn nicht, würde ich jetzt kurz nochmal wieder den Markus mit ins Boot nehmen. Können wir vielleicht nochmal kurz schauen, ob wir gewisse Fragen haben. So, Markus, du wärst jetzt wieder live. So, haben wir noch irgendwelche Fragen? Markus, hast du den Chat auf dem Schirm? Du bist, glaube ich, gerade noch muted. Du bist noch muted. So, Nico. Nein, Fragen haben wir aktuell nicht. Können wir vielleicht mal kurz schauen, ob wir gewisse Fragen haben. Markus, jetzt höre ich mich wieder doppelt. Okay, gut, wenn wir keine Fragen haben, dann wäre ich prinzipiell am Ende. Dann würde ich sagen, ich glaube, es war ein gutes erstes virtuelles Meetup. Ich hoffe, die Technik hat alles geklappt. Ich habe es mir jetzt natürlich noch nicht angesehen. Ich bin hier live dabei. Also ich konnte es ansehen und es hat wunderbar funktioniert. Wir haben einen ganz kleinen Hänger von einer Sekunde mal drin, aber es ist super gelaufen. Nico, vielen Dank. Hast du es sehr toll gemacht. Das ist eine sehr spannende Vorstellung, sehr spannende Demo. Ihr könnt uns ansonsten für Fragen natürlich jederzeit erreichen über unsere diversen Kanäle. Das heißt über Twitter, YouTube, GitHub, also wo ihr wollt, wir sind überall für euch erreichbar. Genau, perfekt. Sonst wird das Video jetzt natürlich auch vielleicht nicht mehr heute Abend, aber spätestens morgen auch zum Replay auf YouTube auf unserem Kanal sein. Da sind schon ein paar andere Videos, da werden auch in Zukunft dann unsere Meetups wieder sein. Das heißt, da könnt ihr auch einfach mal vorbeischauen. Na gut, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Teilnehmen und wir sehen uns, hören uns. Macht's gut. Dankeschön an alle. Bis bald. Tschüss.